Ich grüße euch und Puma natürlich auch. Ja, als allererstes wollte ich noch mal ganz, ganz dickes Dankeschön an dich senden, liebe Betty. Für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, ich hatte ja ein Tauschpäckchen gemacht mit der lieben Betty. Und ja, sie hatte mir mit reingepackt für Puma diese leckeren Kaustangen. Und das waren zwei. Die eine, Betty, die hat da gestern Abend noch vernichtet. Und diese, die möchte sie jetzt, wa? Also, Puma steht total auf diese Knabberstangen und ich denke, ich werde ihn jetzt mal runterlassen und dann da war knabbern. So, bitteschön. Ja, fein. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Licht reicht noch. Ich habe mich schon ein bisschen schicker angezogen und geschminkt, weil gleich geht es zu einem Geburtstag. Der Cousin von meinem Mann, ich weiß gar nicht, wie alt er wird, keine Ahnung, hat Geburtstag und wir sind heute Abend eingeladen. Ja, und morgen hat meine Schwiegermutter Geburtstag. Dafür habe ich schon heute Morgen um 5 Uhr eine dicke Torte gebacken. Da habe ich, glaube ich, ein, zwei Fotos bei Instagram gepostet. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt auch sofort. Ich wurde nämlich von der lieben Dusty Pink 71, genau, so heißt ihr Kanal, wurde ich getaggt zu dem What's in my purse, Schrägstrich Backtag, also was ist in meiner Handtasche. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mich getaggt hast. Ich mache natürlich gerne mit. Ich habe zwar schon mal an dem Tag teilgenommen, letztes Jahr im Sommer oder zum Herbst hin, aber da war meine Handtasche noch ganz anders, der Inhalt war anders. Die Handtasche gibt es auch schon gar nicht mehr, das weiß ich nämlich noch. Da habe ich jetzt irgendwann vor Weihnachten, ging mir der Reißverschluss kaputt. Jo, und ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen bei Amazon eine neue Handtasche bestellt, weil ich wollte mal was Buntes haben. Jetzt passend zu dem hoffentlich kommenden Frühling und schönen Sommer dachte ich, brauche ich mal was Buntes. Und ich hatte schon länger diese Handtasche im Auge. Ja, und jetzt habe ich sie mir einfach vor ein paar Tagen bestellt, weil ja, musste halt jetzt mal sein. Und zwar ist das von dieser Marke Desigual. Ist das so? Ich glaube, das ist eine spanische Marke, Desigual. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber so wie es geschrieben wird. Ich verlinke euch auch beide Seiten, wo ich die Handtasche und ich habe mir auch noch passend zur Handtasche ein Portemonnaie bestellt, auch von der gleichen Firma. Und die verlinke ich euch mal unter dem Video auch. Genau wie natürlich von der lieben Dusty Pink 71. Von der verlinke ich euch auch den Kanal unter meinem Video. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Ist auch eine ganz, ganz liebe und macht ganz schöne, tolle Videos. Lohnt sich. Steh mal auf. Ja. Diese Handtasche ist, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr bunt. Das ist wie so eine Schuppertasche, so mittelgroß, würde ich sagen, mit Schultergriffbügeln. Also man kann sie so über die Schulter sich einfach werfen, ist aber meistens nicht so mein Fall. Warum, weiß ich gar nicht. Da, mit dabei war dann so ein langer Tragegurt aus Leder. Ich habe hier eigentlich schon drauf gewartet, dass es bimmelt wohl. Da bin ich wieder. So, ich hoffe, wir werden nicht schon wieder gleich gestört. Ja, Handtasche, genau. Also ihr habt hier so kleine Griffe aus Leder, aus Braunleder und diesen langen Griff. Die Nähte und so, soweit ich das beurteilen kann, ist das alles ganz ordentlich verarbeitet und ich hoffe, dass der Reißverschluss länger hält, weil so günstig sind die Sachen ja nicht. Wer sich damit auskennt, wird es wissen. Deshalb habe ich auch so lange gebraucht, um mich zu entscheiden, ob ich die jetzt bestelle oder nicht. Ja, die hat viele meiner Lieblingsfarben. Jetzt habe ich mir gerade hier den Nagel. Oh, Nadine, jetzt bin ich gerade mit dem Fingernagel hier an der Handtasche kleben geblieben. Mist. Naja, ihr seht es, hier ist ein V drauf und hier ist noch drauf gestickt. I'm so pretty. Und ja, viele meiner Lieblingsfarben. Fliedertöne, lila Töne, pink, blau. Hier ist so eine Blume aufgesteckt. Hier so ein wunderschönes Grün und Orange. Ja, also ihr seht es ja, richtig schön bunt. Und ja, hier oben ist halt das Hauptreißverschlussfach. Ansonsten hat die Handtasche keine Reißverschlüsse. Also außenrum. Innen drin sind nochmal so abgeteilte Fächer, das zeige ich euch gleich auch. Aber das geht natürlich auch erst, wenn die Handtasche ausgeräumt ist. So, ich würde sagen, wir starten. Also bisher bin ich begeistert von der Handtasche, passt viel rein und ich muss mich jetzt auch beeilen, weil wir ja gleich zum Geburtstag eingeladen sind, sagte ich ja. Ja, ich greife jetzt einfach mal rein, also es ist ein großer Beutel und ja, als erstes habe ich hier, ah ja, die Bad Emser Halspastillen für Hals und Stimme.
Die habe ich mir, glaube ich, im DM gekauft. Ich glaube, ja. Aber schon letztes Jahr. Die sind also schon, die führe ich immer mit mir, weil ab und zu hat, kennt man das vielleicht gerade bei dem kalten Wetter. Die Stimme ist belegt und ja, ich singe ja in einem Frauenchor und wenn wir dann einen Auftritt haben und ich merke, da kratzt noch was, dann nehme ich mir immer vor eine. Das sind halt so Lutschtabletten. Hier hinten steht es drauf, ohne Zucker, mit Vanille. Schmecken also sehr, sehr angenehm, da brennt nichts. Und ja, die kann ich empfehlen von Bad Emser. Dann habe ich in einer Handtasche ein kleines Haarspray von John Frieda, dieses Regenschirmding. Kennt vielleicht einige. In klein, ja, Haarspray, ab und zu benutze ich das mal zwischendurch. Ihr seht es, auch heute habe ich mir mal wieder einen strengen Zopf nach hinten gemacht, obwohl ich ja gar nicht so streng bin. Aber mir war da heute irgendwie wieder nach. Mache ich eigentlich nicht so oft mir so einen hohen Zopf, aber gut. Und da habe ich natürlich auch, damit die Haare nicht so abstehen, die nachwachsenden, nehme ich immer Haarspray. Und wenn ich heute Abend auf dem Geburtstag merke, da gehen ein paar Haare raus, dann sprühe ich die hier mit fest. Ja, dann habe ich hier noch eine Dose. Die habe ich noch nicht lange. Die habe ich bei Rossmann gekauft. Und ja, ich fand die super süß mit der Frau, mit den Heißluftballons und so. Da musste die mit. Und ich drehe mal rum, dann wisst ihr auch, was die beinhaltet, nämlich Slip-Einlagen. Ich werde die erstmal drin lassen, ne? So als Frau kann ja nie schaden, ein paar Slip-Einlagen mit sich zu führen. Aber ich denke, ich werde die irgendwann ja, für was anderes benutzen. Mal schauen. Dann, ja, feuchte Tücher, auch letztens bei Rossmann mitgenommen, habe ich auch ganz gerne immer mit mir. Mit Aloe Vera sind die von der Marke von Rossmann wohl, Alouette. Also ich nehme immer mal andere Feuchttücher. Das ist, ne? Hauptsache, man hat mal ab und zu was dabei, wenn man jetzt in Urlaub oder woanders hinfährt und da gibt es auf Toiletten oder im Restaurant, du kannst dir nicht die Hände säubern, dann kann das ja nicht schaden, so feuchte Tücher mit sich zu führen. Ja, noch, mein Gott, wie viele Dosen habe ich denn in meiner Handtasche? Aber die Farbe passt sehr gut zur Handtasche. Die habe ich mir bei Schibo gekauft vor ein paar Monaten, so mit Eulen. Und hier drin sind Pflaster. Weil, ja, ich bin so ein kleiner Basel und mir passiert schon mal so kleine Unfälle. Und wenn man dann unterwegs ist und man blutet vielleicht irgendwo am Finger, dann habe ich jetzt so süße Eulenpflaster und ja. Also in der Regel habe ich immer so ein paar Pflaster dabei. Ne? Dann habe ich hier drin, ja, einige kennen das Täschchen bestimmt schon. Die liebe Betty, ihr Kanal heißt Fab 40 Style, kann ich auch wärmstens empfehlen. Das letzte Video war ja mein Tauschpäckchen. Ich habe das allererste Mal ein Tauschpäckchen mit jemandem gemacht und das war die liebe Betty. Und die hat mir unter anderem dieses Täschchen geschenkt. Das habe ich dann gleich in die Handtasche reingepackt. So ein kleines Kosmetiktäschchen. Ja, da drin befindet sich auch von der lieben Betty geschenkt bekommen. So ein Duo-Geschichte, da ist sogar ein Spiegel mit bei. Ganz kurz, hier ist ein Lipgloss, so ein Koralle-ähnlicher mit Glitzer, super schön. Und auf der anderen Seite haben wir dann also noch einen Lippenstift. Und ich bin begeistert von dem Dingen. Ich werde es auch heute Abend, denke ich, mal auftragen. Mal schauen. Dann habe ich hier drin, ja, noch einen Lippenstift von Alterra, an der Naturkosmetikmarke von Rossmann. Das Farbe und Schutz ist ja ganz wichtig, wenn die Sonne rauskommt. Und hier seht ihr meinen ramponierten Fingernagel. Muss ich gleich mit der Feile ran, super. Mit Lichtschutzfaktor. Das ist so die 05 Nude. So ein schöner Nude. Aber es soll ja jetzt nicht um. Ich mache jetzt keine Swatches. Ihr wollt ja nur kurz sehen, was ich mit mir führe. Ja, dann habe ich noch einen. Warum habe ich das hier drin? Von Catrice. Ein Creme-Eyeshadow. Urban Outrider aus einer limitierten Edition, aber Wild Child. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Ich glaube, da habe ich mich vertan. Ich dachte, das wäre ein Lipgloss. Ja, sieht ja auch fast so aus. Ist aber ein Eyeshadow. Na, den packe ich, den lasse ich gleich mal wieder raus. Ja, auch von der lieben Betty geschenkt bekommen von The Body Shop eine, ja, jetzt weiß ich es, eine Creme, speziell wohl auch für die Finger. Kann ich sehr gut gebrauchen für sehr trockene Haut. Wie so, da ist diese Hanfpflanze, also da ist wohl Hanf drin. Riecht jetzt nicht so bombastisch gut, aber ihr seht es vielleicht, ich habe die schon benutzt. Aber die pflegt wirklich super. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal, Betty, die ist klasse. Dann habe ich noch eine Handcreme hier drin von L'Occitane, ist einer meiner Lieblings-Handcrememarken.
so eine kleine Tube mit, was ist hier drin? Kirsch. Kirschduft. Von Alverde noch ein Lippenstift. Alverde ist ja die Naturkosmetikmarke von DM. Auch so einen schönen, ja, was ist das? Aber der gibt ganz wenig, das ist einer der neuesten jetzt, der Natural Glossy Lip Sheer in Magenta. Also ist, der gibt nicht viel Farbe ab. Dann habe ich hier einen Lip Lacker von Essence aus der Fantasia LE. Super schöner Farbton. Dann habe ich hier drin von MAC die Studio Finish, den Studio Finish Concealer mit Lichtschutzfaktor 35 in NW20 habe ich da. So sieht das Düsschen aus. Ja, ist eine sehr feste, cremige Konsistenz. Ich nehme das nicht, um Augenringe abzudecken, weil das würde mir in die kleinen Linien und Fältchen rutschen, sondern um Rötung oder Pickel abzudecken. Und wenn man dann unterwegs ist den ganzen Tag und man nachlegen müsste, deshalb habe ich das Döschen mit. Dann habe ich noch drin, ja, die brauche ich gleich, eine Glasnagelfeile. Also ich liebe Glasnagelfeilen, die ist von Feilring, von Soling. Die war ein bisschen teurer. Es gibt auch günstige von Ebelin, die ist auch nicht schlecht, aber die ist feinkörniger noch. Und damit kann ich meine kaputten Nägel sehr, sehr gut in Form feilen. Dann habe ich hier drin von Jovan. Das ist, bekommt ihr bei DM, habe ich das gekauft. Da gibt es auch so ein Spray von. Ganz lustig. Das riecht, ja, eigentlich ist es nicht so mein Duft, aber manchmal mag ich sowas. Das ist halt hier so ein, ne? Könnt ihr hier ein bisschen auf den Finger und dann hier hinter die Ohren. Also sehr fraulich und ein sehr starker Duft. Ja, aber ab und zu mag ich das. Dann habe ich hier drin eine Parfümprobe von Valentina. Ich meine, die hätte mir die liebe Betty auch geschenkt. Ist einer meiner Lieblingsdüfte. Ja, sehr, sehr lecker. Dann habe ich hier vom P2 ein Heavenly Lip Mousse in einem eher pinkigen Ton, Cupcake Pink. In dem Täschchen, sie ist noch von Yves Rocher Sexy Pulp Gloss Volume. So ein ganz kleiner Mini-Gloss. Ich glaube, den hat meine Schwester mir zu Weihnachten geschenkt. Ja, ganz süß. Meine Eulenpflasterbox. Muss ich gleich vom Boden wieder aufsammeln. Dann habe ich hier noch drin einen Lipgloss Sorbet mit einem süßen Engel drauf. Ich liebe ja Engelfiguren, aber ich habe das noch nicht wirklich. Hier drin ist so eine feste Masse. Und das schmiert ihr euch da mit dem Finger. Das ist das halt, ne? Wenn man unterwegs ist. Aber irgendwie finde ich die so süß und die muss mit. Ja, in dem Kosmetiktäschchen, gleich haben wir es geschafft, ist noch ein Haargummi. Und von der lieben Betty, das ist auch ein Hammergeschenk, ein süßer Zerstäuber, Parfümzerstäuber. Und hier drin hat sie mir ihr Lieblingsparfüm abgefüllt, dieses Lovely. Und boah, das ist einfach Hammer. Und ich will es gar nicht benutzen. Also wer das noch nicht gesehen hat, der muss sich unbedingt das Video, das Tauschpäckchen-Video angucken. Und auch von der lieben Betty natürlich. Dann seht ihr, was ich ihr geschenkt habe. Wie gesagt, auch von der lieben Betty verlinke ich euch nochmal den Kanal. Ja, so, jetzt machen wir schnell weiter. Dann habe ich noch ein Kosmetiktäschchen hier drin. Ja, dann findet man die Sachen einfach besser wieder. Und hier drin ganz schnell habe ich ganz, ich weiß auch nicht, ich führe immer ganz viele Lipgloss und Lippenstifte mit mir rum. Aus der Infinite Shine Lipgloss Reihe von Catrice. Das ist die alte Reihe, oder? Ist das die neue jetzt? Jetzt bin ich durch den Wind, ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall dieser hier, der ist da drin. Dann von MAC, der Cremeschienenglas, auch so ein eher Pinkton. Dann von Colorama, das ist einer, den habe ich noch nicht so lange, mit ordentlich Glitzer und Gefunkel. Nadine. Von Clarins, den Natural Lip Perfector in diesem wunderschönen Ton. Den habe ich euch auch irgendwann mal gezeigt. Von Labello, Pearly Shine. Also so Lippenpflege, Labello-Sachen. Ich liebe das, wenn ich jeden Tag einen anderen benutzen darf. Von Alverde, das ist auch eine ganz tolle Sache. Das ist der Lippenbalsam Vanilleblüte Mandarine. Den habe ich auch schon ganz gut benutzt. Und ja, so sieht der aus. Und der pflegt wirklich eure Lippen super. Also ich liebe den. Gerade wenn die sehr trocken sind bei mir, dann benutze ich nur diesen hier von Alverde. Kann ich wärmstens empfehlen.
von L'Oreal aus dieser Caress-Reihe, die 503 Seductive Beige oder so ähnlich. Es ist halt ein sehr schöner Beige Nude Ton. Und der gibt auch jetzt nicht so hammer viel Farbe ab und sowas liebe ich ja für unterwegs mal eben schnell. Dann habe ich hier noch so ein, meine Schwester mir auch geschenkt, von Merio, so ein kleines Duftstäbchen. Attraktiv Girl, Eau de Parfum ist das sogar. Ein frischer Duft. Dann habe ich hier drin von P2 den Sheer Glam Lipstick. Die liebe ich ja auch, das ist die 012 Sissy. Auch ein ganz toller Ton. Dann habe ich von L'Occitane auch einen Lippenbalm mit 10% Shea Butter. Habe ich bei meinem letzten Tiergaleriebesuch, glaube ich. Nee, vor Weihnachten. Ja, der riecht sehr pflegend auch. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Ist limitierte Edition gewesen. Naja, auch egal. Auf jeden Fall wieder was für die Lippen. Ah, wieder was für die Lippen von Balea Young, die Zuckerschnute. Wer kennt sie nicht? Und dann von P2 den Perfect Lip Mud Balm. Das ist dieser ganz neue, der ins Standardsortiment eingezogen ist, der eure Lippen je nach pH-Wert irgendwie ja so leicht rot oder pink einfärbt. Aber der ist auch super pflegend, den trage ich auch gerne. So, jetzt haben wir es gleich. Ich sage es ja nur, das Täschchen beinhaltet nur Lippengedöns. Und von Perlier oder Honeymeal, also ich glaube, den habe ich mir bei Douglas mal vor anderthalb Jahren mitgenommen. Das ist auch eine tolle Sache. Da ist nämlich Honig drin, meine ich. Ja, Gelée Royal. Das ist so eine etwas festere Konsistenz. Aber ist auch, wenn eure Lippen mal rissig sind oder so, ja, ist das eine tolle Sache. Ja, das war's. So, machen wir weiter mit einem Deo-Spray. Das ist so fresh, also kein besonderer Duft, aber es riecht schön frisch. Und das benutze ich ganz oft auch nach dem Sport, nach dem Tischtennis von Isana. So eine kleine Dose von Rossmann. Dann habe ich hier drin von Isana auch antibakterielles Handgel. Das, ja, wie gesagt, wenn man mal auf Toilette ist, da gibt es keine Möglichkeit, Seife zu benutzen. Der Seifenspender ist leer, da benutze ich sowas ganz gerne. Und am besten, nachdem man die Tür, die Toilettentür, nachdem man die Toilette verlassen hat, schmiert man sich dieses Gel einfach in die Handflächen ein bisschen, verreibt das, das zieht dann auch schnell ein. Ja, riecht ganz neutral eigentlich. Das habe ich ganz gerne mal zum Desinfizieren. Ja, dann habe ich hier drin von Art Deco einen Puderpinsel, so in, ja, wie sagt man, ja, zum Mitnehmen halt, ne? Also der ist ganz gut, ganz ordentlich. Gibt es, glaube ich, auch noch von Art Deco, bekommt ihr bei Rossmann, Quatsch, bei Douglas. Genau, und da müsste ich doch dann auch, ja, wo ist es? Genau, und weil ab und zu, wenn man in Schwitzen kommt und man sieht, man glänzt wieder so ein bisschen, dann benutze ich dann von MAC das Prep and Prime Puder. Da oben steht's. Ja, ist halt ein farbloses Puder, gepresstes mit Spiegel hier oben. Einfach ein weißes Puder, was man aber also, was nicht weiß auf der Haut dann aussieht. Und das mattiert wirklich super und das benutze ich in Kombination mit dem Pinsel natürlich. Und das habe ich eigentlich immer dabei, gerade im Sommer. Dann, jetzt gucke ich mal, die große Tasche, genau, dann habe ich noch den Tangle Teaser mit, in dieser kleineren, mit Deckel, also dieser kleineren Reisegröße mit Deckel, ne? Finde ich auch eine tolle Sache. Also ich sage mir, es muss nicht immer der Tangle Teaser sein, aber damals war ja diese Zeit, wo jeder seinen Tangle Teaser in die Kamera gehalten hat und dann habe ich mir auch mal einen zugelegt und ja, den habe ich gerne in meiner Handtasche. Ja, dann, ach du Schande, auch bei Rossmann gekauft, irgendwann mal eine kleine Mini-Fusselrolle. Ja, man weiß ja nie, wo man gerade ist. Und gerade wenn man so was Schwarzes anhat und man, keine Ahnung, findet irgendwo Flecken oder Fusseln, dann habe ich jetzt eine Fusselrolle immer dabei, habe ich aber auch noch nicht so lange. Dann natürlich was zum Lutschen, zum Essen von Tic Tac, Strawberry Mix. Ich liebe Tic Tac so für zwischendurch. Und dann,
Okay, jetzt zeige ich euch was, was ich eigentlich nie in meiner Handtasche mit mir führe. Also, eine Zitrone. Aber die ist noch nicht lange in meiner Handtasche. Ich habe nämlich gestern für, morgen hat meine Schwiegermutter Geburtstag und ich habe heute Morgen ja die Torte gebacken. Und da habe ich zwei Zitronen gekauft und eine war mir aus der Tüte gefallen. Und dann habe ich die wohl reflexartig in meine Handtasche gepackt. Ja, also das ist eine Sache. Ja, warum nicht mal eine Zitrone mit sich führen? Nein, aber ja, die ist jetzt aus Versehen hier drin gelandet. Ja, was auch nie fehlen darf, sind gerade in der kalten Jahreszeit Tempotaschentücher und ich liebe diese Sorte Eis. Oh, manchmal mache ich das wirklich, wenn ich irgendwo bin und schnuppe einfach nur dran, auch wenn die Nase nicht tropft. Also die Sorte, die riecht so, so frisch und lecker. Toll. So, dann habe ich noch mit, mein Aufladegerät hier für mein Handy habe ich mir bei Amazon mal bestellt. Hier steht auch Amazon Basics. Ja, für, ne, zum Aufladen im Auto, wenn mein Handy mal Saft braucht. So, und jetzt habe ich noch in dem großen Beutel eine Synergen Handcreme, gibt es bei Rossmann. Die riecht ganz angenehm, hat jetzt nicht den super duper Pflegeeffekt, aber sie zieht schnell ein und gibt dann auch kurzweilig ein angenehmes Handgefühl. Ja. So, jetzt habe ich, glaube ich, das große Hauptfach geleert, außer jetzt befindet sich da noch mein Portemonnaie. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir dann zu der Handtasche und hier seht ihr auch, wie sich die Firma schreibt, hier Desigual. Ja, und das ist auch halt passend zur Handtasche. Hier steht auch nochmal I'm so pretty, auch mit diesen bunten Faunen, Federn, Blumen und ja gut, es war nicht günstig, also eigentlich kaufe ich nicht so teure. Mein letztes Portemonnaie war jetzt nicht so teuer, aber ich fand es halt schön und ja, ne, ihr könnt hier viele Karten reinpacken und es passt viel rein. Ja, so, und jetzt kommen wir noch, Moment, vielleicht kann ich euch das zeigen. Das große Fach ist jetzt leer, so sieht das von innen aus, auch in diesem schönen dunklen Lila-Ton. So, und jetzt haben wir hier noch so ein kleines Nebenfach, da habe ich einen Spiegel drin, gab es mal bei Douglas vor 2, 3 Jahren so, ne? Ein Handtaschenspiegel und im Seitenfach von EOS, den finde ich auch klasse, diesen Lippenbalm hier mit der Kugel. Ich glaube, das ist Duftrichtung Melone, Honigmelone. Der fliegt auch toll, den liebe ich. Dann habe ich hier drin, oh, den habe ich schon gesucht. Tigerbalm, kennt ihr das? Gibt es in Weiß und ich habe das Mini-Döschen, gibt es bei Rossmann. In diesen Fächern, wo diese kleinen Proben überall sind. Und da habe ich mir mal in klein den Tigerbalm mitgenommen, weil der ist super gut, wenn man sich fast. Der rote übrigens ist super gut bei Erkältungsbeschwerden auch, wie unkomplizierter Schnupfen und Bronchialbeschwerden und zur Förderung der Durchblutung bei Muskel- und Gelenkbeschwerden, wie Verstauchung, Prellung, Zerrung. Und ich mache ja viel Sport und ja, beim Joggen oder nach dem Joggen und. Oder keine Ahnung, auch beim Tischtennis ist mir das mal passiert, dass ich umgeknickt bin. Und dann schmiere ich mir schon mal Tigerbalm da drauf. Das ist wirklich so. Hier habt ihr die Gebrauchsanweisung und so ein süßes kleines Mini-Döschen. Ja. Ich denke, aber ihr kennt das wahrscheinlich alle. Aber es ist wirklich ein. Ich liebe Tigerbalm. Gerade wenn ich auch erkältet bin, dann schmiere ich mir das schon mal hier auf die Brust und ja. Ist eine tolle Sache. So, jetzt habe ich hier noch ein kleines Nebenfach. Ja, ich sage ja Erkältungszeit. Ich brauche ihn zwar im Moment nicht, aber das ist dieser kleine von Wick, dieser Inhalierstift. Schnelle, wirksame Atemhilfe, ja? So, für die, die es nicht kennen, hier drin ist halt so ein Menthol. Ja, schon starker Geruch. 41,5% Menthol und Kampfer, Nasenstift, ja. Also wenn ihr mal meint, ihr kriegt kaum Luft oder ihr braucht mal so ein bisschen Frische in der Nase, dann wird das wie ein Tampon benutzt quasi. Rein ins Nasenloch. Einmal. Oh, puh. Ich habe jetzt natürlich keine verstopfte Nase, aber ich sag euch, ich habe den wirklich oft benutzt, wenn ich unterwegs war. Ich hatte ja mal eine Phase, wo ich erkältet war und das macht dann. Auch wenn es vielleicht nur eine kurze Zeit ist, erfrischt eure Nase und macht sie frei. Also wie beim Inhalieren, ne? Gibt es in der Apotheke, beziehungsweise falsch. Ich glaube, den habe ich sogar im DM gekriegt. Ich meine im DM. Ja.
So, und dann, ah ja, dann habe ich noch in dem kleinen Fach in der Handtasche meinen allerliebsten Schatz. Den hat mir meine Mutti damals geschenkt, als ich im Prüfungsstress war. Das ist ein wunderschöner großer Stein. Das ist der Aventurin. Ich habe ja so einen kleinen Steintick. Also ich liebe Steine und ja. Und das ist immer so mein Glücksbringer, den ich mit mir führe. Jetzt wird mir gerade warm. Ich muss mir mal eben die Ärmel hochkrempeln. Ja, das ist so mein Glücksbringer und der muss immer mit. Also ich habe den eigentlich immer mit. Ja. So, oh, habe ich jetzt noch irgendwo was? Ja, hier ist dann noch mal an der Seite ein kleines Reißverschlussfach. Also sonst haben wir jetzt hier alles abgegrast. So, und da befindet sich jetzt noch drin meine Omeprazol aus der Apotheke. Ja, ab und zu manchmal. Bei zu viel Kaffeegenuss und zu viel Stress kriege ich schon mal leicht Sodbrennen und da helfen die mir wirklich super. Und ich habe hier mit Ibuflam, also Ibuprofen, Kopfschmerztabletten ab und zu. Also ich habe eigentlich selten Kopfschmerzen, aber manchmal erwischt es mich auch. So, und das Letzte ist, tja, ich bin eine Frau, ein paar Binden in meinem Lieblingston. Ich liebe diese Farbe, ja. So ist man für alles gewappnet, ne? Hier. Ja, ich glaube, das war's. Ihr habt es geschafft. Ich habe es geschafft. Die Tasche ist leer. Also ich finde sie wunderschön. Mir gefällt sie total gut. Ich bin jetzt froh, dass ich sie habe, auch wenn sie teuer war. Auch das Portemonnaie. Ich verlinke euch die beiden Seiten, wo ich das bei Amazon bestellt habe. Es gibt ja wirklich von dieser Marke zig verschiedene Arten, Formen von Handtaschen in den tollsten Farben wirklich. Ja, kann man sich ja auch sonst mal auf die Wunschzettelliste schieben bei Amazon und vielleicht kriegt man, das mache ich auch offen, vielleicht bekommt man die dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt. Ja, wir haben es geschafft. Ich hoffe, ich bin einigermaßen schnell da durchgegangen. Hier muss ich immer noch drüber schmunzeln. Ja, aber ich mache mir auch gerne jetzt noch in der kalten Jahreszeit eine heiße Zitrone einfach, ne, mit Wasser übergießen, ein bisschen Zucker rein, weil sonst ist mir das auch zu scharf, zu sauer. Ja, jetzt heute Abend geht es wie gesagt zum Geburtstag. Deshalb werde ich wahrscheinlich erst, ja, ich weiß nicht. Ich muss gucken. Wenn ich jetzt gleich noch das Video bearbeitet bekomme, dann seht ihr das Video morgen. Dann werde ich es morgen schnell hochladen. Weil morgen bin ich sonst, ja, habe ich keine Zeit mehr für ein Video. Meine Schwiegermutter hat Geburtstag. Und da bin ich im Einsatz, freue ich mich schon und. Ja, Sonntag werde ich, ja, und heute Abend bin ich beim Geburtstag. Das wird wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, sehr, sehr spät, wenn ich nach Hause komme. Deshalb werde ich wahrscheinlich Sonntag ziemlich müde sein. Aber ich, vielleicht schaffe ich auch Sonntag noch ein kleines Video. Ich habe da noch was auf Lager, was Interessantes, Neues, vielleicht auch für euch sehr interessant werden könnte. Was für die Haare habe ich beim DM entdeckt. Und ja, ich denke, Sonntag, wenn ich müde bin, werde ich aber noch genügend Kraft haben, so ein kleines Haul-Video abzudrehen. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, das die Pink 71. Danke dir nochmal fürs Taggen. Ja, also ich bin immer so, ich überlege dann manchmal, wen könntest du taggen. Aber das ist immer dann so eine Sache. Viele haben den Tag auch schon gemacht und weiß ich nicht. Also fühlt euch hiermit wieder alle getaggt, ja? Ich würde von euch allen gerne die Handtaschen sehen und deren Inhalt. Ich würde mich freuen, wenn ein paar mitmachen würden und mir eine Videoantwort schicken würden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bleibt mir gesund und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut, eure Nadine.